Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Ankündigung. Heute soll es gehen, mal wieder um das DSA-Forum und es gibt eine neue, in Anführungsstrichen, Challenge. Schreib meinen Song in Klammern oder leite das Ergebnis. Man kann sich hier nicht nur eine Badge verdienen, sondern gleich drei Stück. Und zwar könnt ihr die dann nach und nach in diesem Thread sehen. Das ist dann die erste Batch, die ihr hier erkennt. Wer wissen möchte, wie das funktioniert, einfach aufs DSA-Forum verbinden. Ganz oben könnt ihr dann den Schreib meinen Song sehen, den Thread einfach draufklicken. Der leitet euch dann auch dahin. Ihr könnt euch einen beliebigen Song aussuchen, in dem es dann um ja irgendwie DSA-Bezug geht oder dass ihr einen DSA-Bezug herstellt, eine Inspirationsquelle. Ja, und daraus baut ihr dann, wenn ihr euch ein Lied ausgesucht habt, das ist ja auch ein Beispiel angegeben, Schandmaul. Wer ja diese Idee dann umschreibt zu einem Abenteuer, und das muss sehr, sehr kurz sein, also eine Seite, wir machen ein Deckblatt und danach dann die eine Seite, wer das getan hat, der kann das dann hochladen. Den Link dazu zu dem Hochladen, den findet ihr dann auch in diesem Forum. Einfach dann hier auf diesen Link gehen, der sich dann hier in diesem Abschnitt befindet. Da könnt ihr dann die Sachen hochladen und ich habe das teilweise auch schon getan. Wer sich also dafür interessiert, was ich für ein Abenteuer geschrieben habe auf einer Seite, der kann sich das gerne ansehen. Ich habe natürlich dann auch meine Inspirationsquelle angegeben. Aber es gibt natürlich auch noch zwei weitere Badges, die ihr euch verdienen dürft. Und zwar, ihr dürft euch das Abenteuer einmal durchlesen und leiten hier im DSA-Forum. Oder aber ihr dürft mitspielen. Und ja, wer leitet oder wer mitspielt, der bekommt auch eine Badge. Das Ganze gilt bis zum 31. Oktober. Das heißt, ihr habt jetzt noch sehr viel Zeit, das zu tun. Und ich denke vor allem eben auch die erste Badge lässt sich ziemlich leicht verdienen. Ich habe das ja, wie gesagt, auch schon gemacht. Das ist relativ fix. Diese eine Seite, man braucht nur ein gutes Lied, man braucht eine gute Idee für ein Abenteuer, muss das dann irgendwie so schreiben, dass es umsetzbar ist. Und die Begrenzung auf maximal eine DIN A4 Seite macht es eben dann auch sehr, sehr hübsch, dass man da dann nicht 10 Seiten abgibt oder 50 Seiten, sondern ja, das geht dann eben sehr, sehr schnell. Und das nur als Hintergrund, das ist die Ankündigung. Ich werde das, wie gesagt, alles wieder verlinken in der Beschreibung, einfach runtergehen, reinklicken, wenn ihr mögt. Und ihr könntet euch auch dann gleich mein Abenteuer mal ansehen, runterladen, bewerten, gerne auch liken, sagt mir gerne auch Bescheid. Ich würde dann teilweise auch mitspielen, wenn ihr da Ideen habt. Also wenn ihr dann das selber ja, leiten mögt, spiele ich sogar mit. Gut, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.